Max ist Programmierer und codet am liebsten dort, wo er gerade ist. Egal ob draußen oder drin. Denn für ihn bedeutet Programmieren auch die Freiheit, dies an jedem Ort zu tun. Dafür benötigt er bloß seinen Laptop und eine Internetverbindung. Ich bin Max Brauer, ich habe in Leipzig ein duales Studium absolviert in der Informatik und arbeite jetzt seit mehreren Jahren auch hier in Leipzig als Softwareentwickler. Und in meiner Freizeit bin ich im Open Knowledge Lab tätig. Das ist eine Initiative, die von der Open Knowledge Foundation in Deutschland gegründet wurde, und wir beschäftigen uns da mit offenen Daten und schreiben Programme für die Bürger der jeweiligen Städte, in denen das Lab tätig ist. Es war jetzt keine reine Berufsausbildung für mich. Also ich war schon immer sehr technisch begeistert und auch im Informatikunterricht immer mit Begeisterung dabei gewesen. Irgendwann stellte sich dann die Frage, was ich nach dem Abi machen möchte. Und da hatte sich dann das duale Studium angeboten, weil also eigentlich wollte ich schon studieren. Allerdings hätte ich mir zum Beispiel an der Universität Informatik relativ trocken vorgestellt. Ich wollte halt nicht mehr nur noch die Schulbank drücken, wollte halt auch wirklich auch Praxis machen. Und so ist das dann alles gekommen, dass ich halt direkt mit dualem Studium angefangen habe. Und dann immer im 3-Monats-Wechsel arbeiten, Studium, arbeiten, Studium. Als ich sehr, sehr jung war, sagen wir so 10, 12, 13, habe ich mit verschiedenen Programmen so kleinere Spiele angefangen zu entwickeln. Das war dann nicht direkt eine eigene Programmiersprache, eher so eine Scripting-Sprache in dem jeweiligen Tool. Das ist allerdings nie wirklich groß was draus geworden. Im Abitur hat man dann ein kleines bisschen JavaScript gemacht. Das ging aber auch nicht großartig über, wir nehmen mal ein, zwei Zahlen aus einem Feld und rechnen die zusammen, hinaus. Und dann im Studium habe ich dann mit Python angefangen und Java, C++. Also meine erste richtige Programmiersprache, mit der ich auch produktiv Sachen gemacht habe, war dann Python. Auch wenn im Großen und Ganzen Aufgaben sehr ähnlich klingen, es ist eigentlich nie dasselbe. Man hat immer irgendwelche anderen Sachen, man muss sich ständig weiterentwickeln. Also die IT-Landschaft ist eine sehr, sehr schnelllebige Industrie. Man sagt, die Halbwertzeit von Wissen beträgt 2 Jahre, sprich in 2 Jahren ist das, was ich heute gelernt habe, schon zur Hälfte völlig veraltet. Also das ist was, ich werde mich mein Leben lang weiterbilden müssen, ich werde mein Leben lang neue Sachen in der IT lernen müssen. Und gerade wenn man da so ein starkes Interesse dran hat, wie ich es schon immer hatte, ist es natürlich eigentlich perfekt für mich. Mein Arbeitsalltag sieht vielleicht nicht auf den ersten Blick so aus, wie man es vermuten würde. Also viele stellen sich das dann so vor, Programmierer geht ins Büro, setzt sich hin, programmiert, macht irgendwann Mittag, programmiert weiter und geht dann wieder nach Hause. Als Softwareentwickler verbringt man auch sehr, sehr viel Zeit mit Reden, mit Planen, mit Telefonieren, mit E-Mails schreiben. Wir haben zum Beispiel jeden Tag ein sogenanntes Stand-Up-Meeting, wo wir uns im Team zusammenstellen und jeder kurz erzählt, was er am letzten Tag gemacht hat und was er für heute geplant hat. So behält man den Überblick, was die anderen machen, und man kann auch schnell sehen, ob es vielleicht irgendwelche Probleme gibt und kann dann besser auf solche Geschichten reagieren. Kundenmeetings oder Kunden-E-Mails gehören natürlich auch dazu, haben wir tagtäglich. Also Programmieren macht, wenn überhaupt, vielleicht 50% der Arbeit eines normalen Programmierers aus. Ja, es gibt mehr Männer in der IT, das ist richtig. Allerdings hat das sich in den vergangenen Jahren stark gewendet. Und es gibt auch viele Initiativen, die daran arbeiten, mehr Diversität in der IT-Landschaft zu fördern. Spontanes Beispiel, was mir einfällt, wären da zum Beispiel die Django Girls. Das ist eine Initiative, die, ich glaube, 2014, wenn ich mich recht entsinne, bei einer Konferenz in Berlin gestartet hat. Da wurden Frauen eingeladen zur Konferenz. Die durften an der Konferenz kostenlos teilnehmen und hatten vorher allerdings noch einen 2-tägigen Workshop gemacht, wo sie halt eine eigene Webseite von Grund auf programmiert haben. Und viele von denen haben das dann in andere Städte weitergetragen. Und das ist seitdem weltweit gibt es da jetzt solche Events. Ja, auch beim OKLab zum Beispiel haben wir immer mal wieder kleinere Technikprojekte. Die Stuttgarter haben da zum Beispiel luftdaten.info gestartet. Das ist eine Webseite, wo mithilfe von
kleinen Mikroprozessoren und kleinen Sensoren der Feinstaub in Stuttgart gemessen wird. Oder mittlerweile nicht nur Stuttgart, mittlerweile deutschlandweit. Und das Ganze wird an eine Karte geschickt und man kann sich dann auf der Karte live die Luftqualität in mittlerweile auf der ganzen Welt anschauen. Wie schon kurz angesprochen, das Open Knowledge Lab, wo wir uns mit offenen Daten bereitstellen, also mit offenen Daten beschäftigen, die zum großen Teil die Städte bereitstellen oder halt auch Firmen. Wir verwenden diese Daten dann, um für Bürger einen Mehrwert zu generieren. Oftmals ist der Kreis der Bürger, die davon einen Nutzen haben, nicht unbedingt sehr groß, allerdings für diese Leute dann enorm. Ein sehr schönes Beispiel, was mir ein Freund mal erzählt hat: In Hamburg gibt es ein Baumkataster von der Stadt und das wurde auf einer Karte visualisiert. Klingt erstmal ganz nett, man hat eine Karte und sieht, wo welche Bäume stehen. Spätestens jedoch, wenn man irgendwie eine Allergie gegen Pappeln hat und man muss in Hamburg umziehen, ist das Ding auf einmal sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe Coding Da Vinci Ost mit organisiert. Das ist eine Veranstaltung vom Open Knowledge Lab Leipzig und der Universitätsbibliothek Leipzig. Die Universitätsbibliothek hat von verschiedenen Kultureinrichtungen offene Daten gesammelt und die dann den Teilnehmern des Hackathons präsentiert. Das können jetzt zum Beispiel historische Geräusche von Druckmaschinen sein oder historische Fechtdarstellungen. Und das OKLab, wo ich ja auch Mitglied bin, wir haben im Vorfeld den Datengebern geholfen, die Daten zu bereinigen oder in ein maschinenlesbares Format zu bringen, damit sie auch benutzt werden können. Und nach dem Event, also während der Zeit, wo die an den Projekten arbeiten, haben wir denen geholfen, die jetzt nicht so viel technisches Know-how haben. Das ist eine schwierige Frage. Also prinzipiell programmieren lernen jeder, würde ich sagen, nein. Allerdings wäre ich dafür, dass Informatik doch bis zum Abschluss ein Pflichtfach sein sollte. Die Technik wird immer mehr und man kommt eigentlich in fast keinem Beruf mehr daran vorbei. Ich hatte jetzt neulich eine Dokumentation gesehen, wo jemand auf dem Traktor saß und das Ding war mehr Computer als Traktor. Das kommt auf den Bereich drauf an. Also es wird jetzt nicht so sein, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die alles kann, alles macht und alles bestimmt. Eine künstliche Intelligenz, so wie das aktuelle Verständnis in der Wissenschaft ist, ist mehr eine mathematische Berechnung basierend auf einer großen, großen Grundlage von Daten. Und es kann schon sein, dass zum Beispiel in der Krankheitsfrüherkennung eine künstliche Intelligenz einen höheren Stellenwert haben wird als ein Arzt. Allerdings komplett uns irgendwie beherrschen oder so, das ist doch, ich glaube, das ist Utopie. Programmieren ist ein sehr schnelllebiges Gebiet und als ich angefangen habe zu programmieren, wurde noch vieles, vieles anders gemacht, als es heute gemacht wird. Und es wird mindestens genauso viele Umwälzungen geben, allein in den nächsten Jahren, wie ich es jetzt in den vergangenen Jahren erlebt habe. Da eine Abschätzung zu geben, wo die Reise hingeht, ist fast unmöglich.